Herzlich willkommen zum Online-Spielrecht. Mein Name ist Henrik Rasemann, ich bin Rechtsanwalt in Kiel und beschäftige mich schon relativ lange mit Online-Spielen, Computerspielen, Videospielen aus Datenschutzsicht, aber auch aus ganz anderen rechtlichen Gesichtspunkten. Und dies hier können Sie übrigens abrufen auf onlinespielrecht.de und auch bei gamersglobal.de. Heute gibt es mal wieder ein ganz generelles Thema. Es geht nämlich um den Jugendschutz und unter anderem auch um die Frage, weshalb denn auf solchen Spielpackungen so komische Zahlen drauf sind und auch, warum denn bestimmte Spiele wir gar nicht kaufen können oder nur unter der Ladentheke und. Das versuche ich jetzt in den nächsten 10 Minuten mal ein wenig genauer zu erklären. Da gibt es, wie gesagt, ja durchaus hier und da mal ein paar Widersprüche und ein paar Irritationen, selbst bei Politikern, wenn es denn mal wieder um den Killerspielverbotsparagrafen geht, den man gern einführen möchte, obwohl er eigentlich schon seit 73 existiert. Doch erstmal der Reihe nach. Wir haben in Deutschland bestimmte Freiheiten. Wir dürfen eigentlich relativ viel. Eigentlich darf man fast alles, es sei denn, es ist verboten. Und da gibt es tatsächlich auch bei der Meinungsfreiheit die Möglichkeit, aus Jugendschutzgründen diese einzuschränken. Es gibt auch noch bei anderen Paragraphen solche ähnlichen Möglichkeiten und Artikeln im Grundgesetz. Aber da können wir uns jetzt mal besonders dann mal drauf stürzen. Es ist nämlich so, dass, wie gesagt, solche Sachen eben nicht schrankenlos gewährt werden können. Und wenn wir jetzt mal zu dem Heftigsten kommen, was überhaupt einem Computerspiel passieren kann, dann ist das natürlich das Verbot. Und zwar ein Verbot, so dass es gar nicht irgendwie auch in irgendeiner Form in Deutschland verkauft werden kann, nicht mal irgendwie weitergegeben werden kann, nicht beworben werden kann, gar nichts geht damit. Also nicht mal unter der Ladentheke. Das ist dann verboten einfach, da kann man sogar mit Strafe belegt werden. Und dass es so ist, da braucht man gar nicht weit gucken. Da guckt man nämlich in den 131 Strafgesetzbuch und wie gesagt, der existiert schon seit 1973. Da hätte der ein oder andere Politiker vielleicht doch durchaus mal früher reingucken können. Dann findet er nämlich Folgendes. Da steht nämlich, wer Schriften, und zu Schriften gehören übrigens nicht nur Text-Adventure, sondern alles, was so mit Computerspielen und Videospielen zu tun hat, durchaus dazu. Wer also diese Schriften mit die grausame oder sonst unmenschliche Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder menschenähnliche Wesen in einer Art schildern, die eine Verherrlichung oder Verharmlosung solcher Gewalttätigkeiten ausdrückt oder die das Grausame und Unmenschliche des Vorgangs in einer die Menschenwürde verletzenden Weise darstellt, verbreitet, öffentlich ausstellt, anschlägt, einer Person unter 18 Jahren anbietet, handelt, bezieht, liefert und so weiter, der kann mit Freiheitsstrafe belegt werden, bis hin auch zur Geldstrafe. Also die Geldstrafe dürfte meistens eher der Fall sein, aber es ist tatsächlich ein richtiger Straftatbestand. Das gilt allerdings nicht, wenn es darum geht, Berichterstattung zu betreiben über Vorgänge des Zeitgeschehens. Also die Tagesschau könnte da durchaus ein bisschen mehr zeigen, als es so ein Computerspiel macht. Und das hier ist, wie gesagt, tatsächlich etwas, womit das Spiel komplett weg ist. Und wenn man es irgendwie auch nur verkauft, egal ob der 15, 18, 38 oder Juppie Hesters 107 ist, da macht man sich mit strafbar. Das Ganze passiert dann durch Beschluss eines Amtsgerichts. Amtsgerichte entscheiden in diesem Fall oder das Gericht als solches und beschlagnahmt dann dieses Spiel. Damit ist es dann auf jeden Fall nicht mehr verkäuflich. Das Ganze kann man also durchaus als ein Killerspielverbot bezeichnen. Könnt ihr höchstens fragen, ob dieser Paragraph noch zu lasch ist. Aber auf grundsätzlich haben wir hin und da noch Generelles. Relativ Generelles kann man da sogar noch eine ganze Menge machen. Immerhin, der Besitz des Spieles ist nicht verboten. Ja, das ist ja vielleicht für den einen oder anderen wiederum beruhigend. Die nächstschwächere Möglichkeit, also neben dieser sozusagen ganz großen Keule, das ist dann das, was wahrscheinlich den meisten wiederum bekannt ist. Das ist nämlich die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften, wenn die tätig wird, die indiziert nämlich ein Spiel. Das bedeutet noch nicht, dass man es nicht verkaufen kann. Es ist dann nur, ja, wie gesagt, indiziert und bedeutet eben in diesem Fall, dass es bestimmten Schranken unterliegt, was dann die Handlung damit betrifft. Welche Spiele kann man jetzt indizieren? Natürlich auch hier wieder jugendgefährdende sind es. Dabei gibt es sowohl die jugendgefährdenden als solches erstmal und es gibt dann auch noch die, die offensichtlich jugendgefährdend sind. Der Antrag kommt in der Regel von den Jugendämtern, die sowas stellen können. Es gibt eine ganze Reihe Institutionen, die es machen können. Jugendämter sind die generellen Meisttätigen, könnte sogar theoretisch jede andere Behörde auch werden. Bei den vielen anderen Behörden allerdings ist es so, dass die in der Regel
dann nicht unbedingt ein Verfahren auslösen können. Es kann dort nur. Der Privatmann kann es nicht, der müsste dann wiederum an die Jugendämter gehen und sagen, hier, dieses Spiel hat, was weiß ich, mein Sohn verdorben, da muss jetzt was passieren, damit dann dort auch tatsächlich die Jugendämter dann weitergehen. Es gibt noch ein paar andere Institutionen, die das auch sofort können, aber das führt jetzt hier vielleicht zu weit. Die prüfen dann. Also entweder, das Einfachste erstmal ist, das Ganze ist offensichtlich jugendgefährdend, da müssen sie eigentlich noch nicht mal prüfen. In diesem Fall gilt es sozusagen als per se schon mal auf der Liste draufstehend, auf der Indizierungsliste. Da muss also noch nicht mal dann das tatsächlich genannt werden. Das sind so offensichtliche Fälle, wo es also um Rassenhass, Pornografie geht, Kriegsverherrlichung und, Kinderpornografie. Da ist auf jeden Fall an dieser Stelle sowieso Schluss. Bei Kinderpornografie sowieso sind wir auch schon im Strafgesetzbuch wiederum. Da muss es nicht drauf, kann aber auf die Liste, damit es dann auch klargestellt wird, damit da gar nicht erst irgendwelche Missverstände stehen. Bei den vielen anderen Spielen, um die es meistens ja geht, die sind dann in Anführungsstrichen nur jugendgefährdend und da geht es nur, ob hier die Entwicklung des Jugendlichen oder des Kindes irgendwie gestört sein könnte, weil er irgendwie verroht, dann Gewalttätigkeit eben besonders herausgestellt wird oder. Ja, in diesem Fall kann dann oder müsste dann, wenn man zu dem Ergebnis kommt, es ist jugendgefährdend, eine Indizierung erfolgen. Da wird es auf eine Liste gesetzt und welche Spiele da drauf sind, genauso wie bei den offensichtlichen ist das gleiche, die müssen nur nicht drauf sein, weil ist ja offensichtlich. In diesem Fall ist es dann so, dass diese Spiele noch verkauft werden dürfen, man darf sie auch besitzen, nur man darf sie zum Beispiel nicht bewerben. Also kann ich irgendwo eine Anzeige schalten dafür, was schon mal irgendwie doof ist. Und man darf sie auch nicht zum Beispiel einfach in einem Laden auslegen, zumindest wenn dieser Laden auch von Jugendlichen und Kindern betreten werden kann. Wenn man es schafft dort, das gibt es ja gerade so in den Pornoabteilungen bei Videotheken, dort dann einen Bereich zu haben, der gesichert ist, wo wirklich nur Erwachsene rein können. In dem Fall geht es dann wieder. Da dürfte man die dann auslegen, aber ansonsten geht das eben nicht so einfach. Das gilt zum Beispiel auch für den Versandhandel. Also einfach so ein Spiel zu bestellen. Erstens, man kann es gar nicht richtig sehen, weil es darf dort nicht beworben werden. Und selbst wenn es irgendwie man schafft, das nur für Erwachsene zu machen, das Verschicken müsste dann so passieren, dass auf jeden Fall sichergestellt ist, dass der Empfänger, der auch echte Empfänger ist, der auch noch über 18 ist. Das kann schon ein bisschen Aufwand bedeuten mit Postident-Verfahren und Ähnlichem. Da geht dann wieder ein bisschen was. Aber ansonsten ist man da durchaus, ja, sagen wir so, ein bisschen gekniffen als Händler und auch als Vertreiber, weil man eben, wie gesagt, kaum Werbung mit diesem Spiel machen kann, aber eben verkaufen geht. Das ist dieses typische unter der Ladentheke. Man fragt beim Mediamarkt, sagen Sie mal, haben Sie dieses Spiel? Und wenn er dann nickt und man ist über 18, das sollte natürlich möglichst auch noch sein, kann man es doch dann auch kaufen. Erwachsene könnten theoretisch auch, insbesondere die Erziehungsberechtigten, sagen, mein Kind ist gefestigt genug, zu Weihnachten kriegt es eben ein entsprechendes ab 18 indiziertes Spiel. Und in diesem Fall ginge das zum Beispiel auch, dass das dann weitergegeben wird. Muss man nur aufpassen, dass irgendwann nicht vielleicht die Supernanny vor der Tür steht, obwohl die steht ja nicht mehr. Die ist ja gegangen worden oder selbst gegangen bei RTL. Gut, das ist ein ganz anderes Thema. Was zum Beispiel jetzt ganz interessant ist, gerade für meine Generation, solche Spiele wie Doom und Doom 2 und Quake sind gerade jetzt vor kurzem wieder von der Liste geflogen, weil man inzwischen sagt, da hat sich doch wohl ein bisschen was geändert. Die sind jetzt so abstrakt geworden, diese Spiele, aus unserer Sicht heute. Heute, ja, so Modern Warfare sieht da doch irgendwie ein bisschen realistischer aus. Deswegen ist das heute nichts mehr, was den sittlichen Verfall der Jugend bedarf, beziehungsweise diese jugendgefährdend dann berücksichtigt. Prösterchen. Damit das so passiert, gibt es zwei Regelungen. Einmal, wenn man 10 Jahre auf dieser Liste drauf ist, kann man Antrag stellen auf neue Prüfung und wenn man 25 Jahre drauf ist, fliegt man automatisch runter und es müsste eine neue Prüfung angesetzt werden. Hier waren die 10 Jahre rum bei den Spielen, deswegen hatte man einen Antrag gestellt und war jetzt, wie gesagt, dann auch so runtergekommen, dass also jetzt auch diese Spiele wieder beworben werden können. Umstritten ist und war schon immer, inwieweit denn zumindest solche Spiele dann rezensiert werden können. Da ist man sich auch heute noch nicht so richtig sicher. Es ist immer so eine halbgare Sache, dann zeigt man eben keine Videos und so. Also inzwischen sind doch viele Zeitschriften dafür übergegangen, solche Spiele auch mal anzusprechen. Einige trauen sich auch nicht. Also ja, das ist wie gesagt noch durchaus ein wenig im Fluss. Aber jetzt Doom und Quake, ja, da kann man jetzt also schön nochmal eine Rezension nachschieben.
So, das waren jetzt also die indizierten Spiele und das hat noch überhaupt nichts mit diesen Zahlen hier drauf zu tun, weil das ist nämlich die USK. Und witzigerweise gibt es da auch noch ein ab 18, was mit den Indizierungen, obwohl die Spiele nur für 18-Jährige sind, gar nichts direkt zu tun hat. Obwohl indirekt schon, wenn man nämlich diese USK-Bewertung nicht hat, nur dann kann man überhaupt indiziert werden. Wenn man so eine Zahl drauf hat, dann hat man Glück gehabt. Das Ganze ist nämlich sogar freiwillig, das ist das Schöne daran. Das Ganze nennt sich nämlich die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, USK, ein freiwilliges Verfahren, ist zwar im Jugendschutzgesetz auch geregelt, aber das Verfahren selber verläuft dann, führt jetzt ein bisschen weit, dann eben mehr oder weniger auf freiwilliger Basis. Man stellt eben einen Antrag. So ganz freiwillig macht man das vielleicht dann doch wieder nicht, weil wenn man den nämlich nicht stellt und das nicht von der USK freiwillig dann bewerten lässt, dann gilt automatisch, dass das Spiel erstmal ab 18 nur freigegeben ist. Und insbesondere gilt auch, dass man nicht geschützt ist davor, dass man auf den im Index landet. So, und da kommen jetzt eben diese Symbole drauf, mit ab 12 zum Beispiel hier oder hier haben wir ab 16. Ich habe leider kein ab 18 Spiel. Ich habe noch ein schönes ab 0. Ja, sieht man mal, was ich schon spiele. Aber wenn man dieses rote Zeichen ab 18 hat, dann ist es noch keine Indizierung, sondern man muss nur darauf achten als Händler, dass dieses Spiel eben nur an 18-Jährige und älter abgegeben wird. Aber man kann es auslegen. Also das muss dann nicht unter den Ladentheke wandern. Man kann es ganz normal hinlegen. Man darf es auch in einem gewissen Rahmen bewerben. Zum Beispiel Battlefield und Modern Warfare. Da laufen ja zurzeit auch in Massen die entsprechenden Werbespots. Ja, so einfach ist das mit diesem Antrag dann vielleicht, oder auch nicht, je nachdem, wie einfach die Sachen dann sind. Ich sagte ja vorhin schon, selbst bei den Verboten steht ja, selbst menschenähnliche Figuren schützen einen nicht davor, dass man in diesen Fällen dann gegebenenfalls eine ab 18 Bewertung oder Indizierung oder sogar ein Verbot bekommt. Ja. Das könnte bei Doom war das damals zum Beispiel auch eine Diskussion. Und eins, was auch hier und da immer mal wieder dann hochkommt, die Frage, ist das denn nicht Zensur? Und das Grundgesetz sagt doch im 5 Absatz 3, dem Artikel, dass da eine Zensur gar nicht stattfindet. Da sollte man sich allerdings merken und im Hinterkopf haben, dass Zensur nur heißt, das Zensurverbot, eine Vorzensur. Das bedeutet also, es ist verboten, im Vornherein zu sagen, das darfst du nicht veröffentlichen. Aber wenn etwas veröffentlicht ist und dann zu sagen, das ist aber jetzt jugendgefährdend, deswegen sofort schleunigst wieder runter damit oder wir beschlagnahmen es, das wäre zulässig und ist auch zulässig. Das widerspricht nicht dem Zensurgebot und Verbot. Nur von vornherein dürfte man es nicht sagen. Was natürlich die Hersteller hier und da nicht davon abhält, von vornherein schon zu sehen, das wird nichts in Deutschland und das dann hier gar nicht erst rausbringen. Das ist dann, wie man so will, eine gefühlte Zensur. Aber die hat mit dem Artikel 5 Absatz 3 selber noch nichts zu tun. Was übrigens mit diesem Ganzen auch noch korreliert, ist die Kunstfreiheit. Da wird der Jurist dann immer gleich ganz wuschig, weil da kommt dann immer ein Urteil heraus, nämlich die Mutzenbacher Entscheidung, die sich durch die entsprechende Rechtsliteratur dann hindurchzieht. Ein Buch, in dem es darum ging oder geht, um eine Dirne in Wien im 19. Jahrhundert, die durchaus sehr früh in dieses Gewerbe eingestiegen ist, dadurch kinderpornografische Züge hat. Und da war die Frage, wie sieht es denn jetzt aus? Bei der Kunstfreiheit ist das denn nicht eigentlich wichtiger, dass die Kunst da ist? Da muss dann der Jugendschutz dann eben zurücktreten. Das ging durch mehrere Instanzen, mal wurde zugelassen, dann wieder nicht. Aber im Endeffekt hatte man dann gesagt, es ist doch möglich, dieses zum Beispiel auf den Index zu setzen. Allerdings erst nachdem gesagt wurde, ihr müsst aber auch die Kunstfreiheit prüfen. Und das gilt bei Computerspielen sicherlich ähnlich. Auch da kann man nicht nur sagen, ja, Gewalt, Gewalt, sondern man muss gucken, ob das Ganze vielleicht auch noch künstlerisch in irgendeiner Form dann mit eingeflossen ist und dadurch gegebenenfalls doch wieder so ein Spiel freigegeben werden könnte. Das ist auch durchaus bei dieser Mutzenbacher-Entscheidung etwas, was jetzt sogar auf die Computerspiele dann abfärbt. Das muss mit betrachtet werden, ansonsten kann man dagegen vorgehen. Ja. Und ich hoffe, Sie haben nichts, wogegen Sie jetzt hier bei diesem Podcast bzw. dieser Folge heute vorgehen. Wir sind nämlich heute am Ende bei dieser generellen Einführungsfolge mal wieder. Mal sehen, ob es nächstes Mal wieder eine sehr konkrete Besprechung eines Urteils gibt aus diesem Bereich Spiele, Videospiele, Online-Spiele, Computerspiele. Wenn es Ihnen gefällt, dann bewerten Sie das Ganze doch zum Beispiel bei YouTube. Schreiben Sie einen Kommentar bei gamersglobal.de oder erzählen Sie es Ihren besten Freunden.
Dann sage ich auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Mein Name ist Henry Grasmann und tschüss.